Das sagt ja ein bisschen auch etwas über die Menschen aus. Also es muss ja doch eine gewisse Zufriedenheit mit Stillstand geben oder mit Nichtbewegung. Das ist, glaube ich, das psychologische Phänomen, das dahinter steckt. Die Menschen in Baden-Württemberg sind sicherlich ein Stück weit konservativ. Konservare heißt nun mal im Lateinischen bewahren, festhalten. Ich glaube, die meisten Menschen in Baden-Württemberg sind mit der Situation ganz zufrieden. Da gibt es auch Menschen, die sind sozial schwächer gestellt und haben sicherlich auch Probleme. Baden-Württemberg ist zum Beispiel beim Thema Wohnen das teuerste Land in ganz Deutschland. Und trotzdem sind viele Menschen, ich sage mal, eher der Überzeugung zu sagen, lass es uns doch lieber so bewahren, wie es ist, weil möglicherweise könnte es ja auch schlechter werden. Und dabei ignoriert man, dass die Veränderungen ja so oder so da sind. Das ist so ein bisschen das, was ich wahrnehme. Das Phänomen hat sich wahrscheinlich durch Corona noch mal verstärkt. Die Menschen sind, sagen uns alle, Meinungsforscher und auch Soziologen, sind so ein bisschen wund. Die Corona-Krise hat diese Gesellschaft wund gescheuert, aber auch dieses Thema Ukraine-Krieg und seine Folgen, nicht nur die Flüchtlinge, sondern auch das Thema Energiepreise, Inflationsschock und Ähnliches. Die Leute wollen eigentlich gar nicht viel von Politik hören. Die wollen eigentlich in Ruhe gelassen werden. Und da ist natürlich so eine Person wie Kretschmann, der so den Eindruck erweckt, ich gucke schon, dass alles so bleibt, wie es ist. Das war so ein bisschen auch dieses Merkel-Phänomen, habe ich so den Eindruck gehabt, dass das die Menschen verführt zu glauben, das würde dann alles so bleiben oder gut bleiben. Deswegen sind die Menschen, was die Popularitätswerte angeht, die haben bei Kretschmann auch schon abgenommen, weil man merkt, da kommt ja gar nichts mehr. Aber im Grunde sind die Menschen zufrieden mit einer Regierung, die sie weitgehend in Ruhe lässt. Das heißt, wenn wir dann als manchmal verhaltensauffällige Opposition sagen, da muss doch jetzt mehr passieren, egal ob es in der Bildung oder in der Klimapolitik oder vor allem auch im Bereich der Wirtschaft ist, dann sagen die Leute, ach ja, eigentlich wollen wir es doch eher ruhig haben und beschaulich. Und das ist gerade, glaube ich, schon ein Problem, das wir als Sozialdemokratie insgesamt haben. Das ist, glaube ich, auch ein Thema in der Bundespolitik. Die Ampel, die hat in ihrem Koalitionsvertrag ja durchaus von einem Aufbruch gesprochen. Aufbruch in eine neue, in eine gute Zukunft. Und ich glaube, viele Menschen wollen im Moment nicht von Aufbruch und Veränderung was hören, sondern würden eigentlich am liebsten das Gefühl haben, dass man wieder zur Ruhe kommt und manches Negative, das in den letzten Monaten die Menschen beschäftigt hat, irgendwie wieder sich in Luft auflöst. Das wird aber kaum passieren.